So, Spaß, Freunde. 9. von insgesamt 14 Runden ist absolviert beim Kandidatenturnier in Berlin. Dem Turnier, bei dem der nächste Herausforderer von Schachweltmeister Magnus Carlsen gesucht wird. Als Partie des Tages habe ich auserkoren die Begegnung zwischen seinem letzten Herausforderer Sergei Karjakin und Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik. Karjakin mit den weißen Steinen. Bei beiden läuft es bisher nicht besonders gut, stehen bei minus 1 und müssen unbedingt ihre Partie gewinnen, um einigermaßen den Anschluss an die Spitze zu behalten, die vor dieser Runde vom US-Amerikaner Fabiano Caruana gebildet wurde. Erstens C4 von Sergei Karjakin, der gerne gegen Kramnik spielt. Ihr habt es vielleicht da eben schon kurz gesehen. Karjakin hat einen Plusscore gegen Wladimir Kramnik. Und Kramnik greift auf C4 zu seiner Leib- und Magen-Variante, dem sogenannten Semi-Tarasch. Springer C3, D5, D4, Springer F6. Und Kramniks Idee ist, dass er auf C-Schlicht D5, was hier als der kritische Zug gilt, immer mit dem Springer zurückschlägt und diese Springer schnell abtauscht, dann mit C5 das Zentrum angreift. Seine Variante, die Kramnik perfektioniert hat, der er sich sehr, sehr gut auskennt. Karjakin, aber natürlich nicht überrascht, kommt mit einer frischen Idee bewaffnet. E4, Springer schlägt C3, B schlägt C3, C5. Hier ist der Hauptzug Springer nach F3, wonach es weitergeht mit langen Theorievarianten. C schlägt D4, C schlägt D4, Läufer B4 Schach, Läufer D2, Läufer schlägt, Dame schlägt D2, Kurzhochrade und so weiter und so fort. Stand in diesem Turnier schon zur Debatte. Aber Kramnik wäre davon sicherlich nicht besonders beeindruckt gewesen. Karjakin spielt stattdessen auf C5, den Zug Turm nach B1. Sieht ein bisschen komisch aus. Die Idee ist einfach, dieses Läufer B4 Schach aus der Stellung zu nehmen und damit ein paar Figuren mehr auf dem Brett zu behalten. Dem Schwarzen mehr Probleme zu stellen. Kramnik hat auch diese Stellung schon auf dem Brett gehabt. Spielt Läufer nach E7, Springer nach F3 und kurze Rochade. Und in dieser Stellung wurde in der Vergangenheit in aller Regel der Zug Läufer nach C4 gespielt. Auch von, ich glaube, Ex-Weltmeister Vishy Anand einmal. Aber Karjakin hat eine ganz andere Idee, die ich noch nie gesehen habe, die, glaube ich, auch in der Turnierpraxis noch nie erschienen ist. Er spielt den sehr überraschenden Zug H2 nach H4. Sagt, Entwicklung ist nicht so wichtig. Ich möchte erstmal mit meinem H-Bauern vorpreschen. Das sehen wir heutzutage in mehr und mehr Stellungen. Moderne Schach. Die Leute versuchen, wann immer es möglich ist, ihren H-Bauern vorzuschieben. Was, ja, teilweise als Angriffsgeste zu werten ist, teilweise einfach um ein bisschen Raum zu gewinnen am Königsflügel. In manchen Varianten soll dieser Turm über H3 nach G3 gehen. Es ist eine relativ neue und sehr abstrakte Wissenschaft, was man mit diesem H4, H5, manchmal sogar H6 bezweckt. Aber es wird in allen möglichen Lebenslagen versucht. Und eine Idee wird mit Sicherheit sein, Wladimir Kramnik, einen sehr mächtigen Theoretiker, aus seinem Buchwissen zu bringen. Kramnik entscheidet sich für den direktesten Weg, schlicht D4. Es gab auch andere Züge, die man hier hätte andenken können, aber die sind langsamer. Nach B6 zum Beispiel kommt H5, der Bauer möchte weiter vor. Wenn er gestoppt wird mit H6, kann dieser Turm in der Tat sich schon Richtung G3 begeben. Und die weiße Initiative wächst relativ schnell. Also C D4, C D4 und Springer nach C6 spielt mit der Idee, vielleicht auf B4 einen Schach zu geben, diesen Läufer doch noch abzutauschen. Aber Karjakin lässt sie nicht beehren und geht mit seinem Bauern weiter vor, spielt H5. Jetzt schon eine meiner Meinung nach kritische Stellung. Der Zug, den ich erwartet hätte, wäre einfach, diesen Bauern zu stoppen, bevor er noch weiter vorläuft. Auf H6 möchte man ihn nicht haben. Dann ist die lange Diagonale und das Feld G7 immer so schwach. Aber ich hätte gedacht, er versucht einfach, diesen Bauern zu stoppen mit H6, wonach Weiß verschiedene Versuche hat. Der natürlichste Zug, vielleicht Läufer nach B5, versucht einfach, die Entwicklung fortzusetzen. Und die Stellung wird sehr, sehr kompliziert. Zum Beispiel A6 und der Weiße könnte hier schlagen. B schlägt C. Und jetzt zu sagen, okay, war nur Spaß hier mit meinem H-Bauern. Ich möchte jetzt kurz rochieren und habe deine Struktur verschlechtert. Aber ich denke trotzdem, dass solche Stellungen für Schwarz sehr gut spielbar sind. Und es wäre interessant gewesen zu sehen, was Karjakin auf H6 in petto gehabt hat. Kramnik, bei dem es die letzten Runden nicht besonders gut lief, hat 1 aus 5 geholt aus den letzten 5 Partien nach einem sehr, sehr guten Start mit 2,5 aus 3. Ist nicht in der Stimmung für langsame Züge wie H6. Und gießt sofort so viel Öl ins Feuer, wie es nur geht. Auf H5 spielt der F5. Versucht die Stellung zu öffnen, solange der weiße König im Zentrum ist, was natürlich sehr logisch ist. Andererseits exponiert er damit auch ziemlich stark seinen eigenen König, der mit dem fehlenden F-Bauern es auch nicht mehr so leicht haben wird. Karjakin spielt die beste Antwort, den Zug E-F5, in der Hoffnung darauf, dass vielleicht mit E-F5 diese Diagonale geöffnet wird, nach Läufer C4 Schach, König H8, H6. Sieht die weiße Stellung bereits sehr, sehr angenehm aus. Das war natürlich nicht Kramniks Plan. Ebenso wenig Turmschlicht, F5, Läufer nach D3 und Weiß entwickelt sich mit Tempo.
Stattdessen greift er zu einem typischen kleinen Trick hier, um sich den Mann wiederzuholen und die Figuren zu entwickeln. Er spielt Dame A5 Schach, Läufer nach D2 und die Dame bedient sich auf F5. Wichtig jetzt, dass der Läufer von D2 aus verhindert, dass weiße sofort Läufer nach D3 spielen kann. Aber das ist natürlich nicht das Ende der Geschichte. Becken spielt den starken Zug Läufer nach C3, überdeckt den Bauern auf D4 und bereitet wieder vor, sich mit Läufer D3 zu entwickeln. Für Schwarz ist es bereits nicht einfach, denn wenn Weiß zu Läufer D3 kommt und die Entwicklung fortsetzt, selbst wenn er kurz rochieren kann und dabei vielleicht den H-Bauern verliert, dann ist der schwarze König meistens der wackeligere als der Weiße. Dazu muss er sich auch noch mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass der weiße Bauer nach H6 geht und wieder den schwarzen König noch weiter exponiert. Kramnik strebt dem entgegen, indem er selber H6 spielt, was aber natürlich auch einige Felder schwächt in seiner Stellung und vor allem ein bisschen Zeit verliert. Diese Stellung ein bisschen angeguckt, der Computer sagt, der kritische Versuch ist Dame E4 Schach, Läufer E2 und jetzt sehr, sehr scharf zu spielen mit dem Zug B7 nach B5, warum auch immer, um B4 vorzubereiten, vielleicht gefolgt von Läufer nach A6. Und die Stellung bleibt sehr, sehr kompliziert, nach zum Beispiel Rochade, Bauer nach B4, Läufer irgendwo hin, Läufer B2, Läufer nach B7. Und es kann alles passieren. Ich denke, Weiß steht eine Idee bequemer, aber die schwarze Stellung bleibt hier absolut spielbar. Irgendwie solche Varianten. Und Schwarz sollte sich behaupten, aber schon nicht mehr besonders bequem. Stattdessen greift Kramnik zu H6, logisch, um diesen Vorstoß aus der Stellung zu nehmen. Aber jetzt, wo die Stellung schon so scharf ist, auch sehr, sehr verpflichtend. Denn Kajaki entwickelt sich mit Tempo, Spielläufer nach D3. Schwarz stellt die Dame nach G4, greift den Bauern auf G2 an und sagt, okay, wenn du kurz rochierst, dann schlage ich deinen Bauern auf H5 und alles in Ordnung. Aber Kajakin sagt, ich muss nicht kurz rochieren, ich spiele einfach König nach F1, überdeck damit den Bauern. Mein König steht sicher auf F1 und ich habe viele gemeine Pläne, wie zum Beispiel Turm H3, Turm G3, gefolgt von D4, D5. Die schwarze Stellung ist schon enorm verdächtig. Und selten, dass man Kramnik in einer so unangenehmen Stellung sieht, so in so frühem Stadium. Er möchte hier nicht zu passivem Spiel übergehen, was verständlich ist, denn die Stellung bleibt schlecht, nach zum Beispiel auf F6, was logisch aussieht. Diesen Bauern zu festigen, Turm H3, Springer nach E7, Läufer nach B4, fesselt den Springer und stellt dem Schwarzen weiter große, große Probleme. Keine schöne Stellung, ebenso wenig nach B7, B6, der Turm geht wieder nach H3, Läufer B7. Und jetzt der typische Durchbruch, schweres Wort, war ein langer Tag. D4, D5, E schlägt D. Turm nach G3 und Weiß gewinnt. Also guter Rat war schon teuer und Kramnik entschließt sich daher bei dem, ich wollte sagen, bewährten Rezept, aber in der Partie hat sich bisher nicht so bewährt, beim Rezept zu bleiben, so scharf wie möglich zu spielen und mit E4, E5, E6, E5 die Stellung weiter zu öffnen. Das würde funktionieren, wenn der Weiße schlagen müsste, dann Läufer E6 und die schwarzen Figuren hätten auf einmal Zugang zu sehr, sehr guten Feldern nach Turm AD8. Aber natürlich muss der Weiße nicht schlagen, sondern er spielt den stärkeren Zug D4, D5. Und die schwarze Stellung ist, glaube ich, in der Tat hier schon auf jeden Fall in der Computerwelt verloren. Springer D4 zum Beispiel scheitert einfach an Springer schlägt E5, Dame schlägt D1, Turm schlägt D1 mit einem hoffnungslosen Endspiel für Schwarz. Also ist Kramnik so gut wie gezwungen. Und das wird natürlich seine Idee gewesen sein, bei E5 zum Gegenangriff überzugehen mit E5 nach E4. Und die Stellung weiter zu verschärfen. Hofft diesem König auf F1 vielleicht etwas zu exponieren. Aber die Taktik arbeitet gegen ihn, denn nach D schlägt C6 droht der Schwarze Haus und Hof zu verlieren. Nach folgendem C schlägt B7. Trotzdem, das ist natürlich, was der Computer sagt. Am Brett ist das Ganze noch absolut chaotisch und schwer zu überblicken. Der einzige Zug ist E schlägt F3, der wird gespielt. Droht Dame schlägt G2, also hat auch Kajakin keine Wahl. Spielt G schlägt F3. Und jetzt steht Schwarz am Scheideweg, objektiv vielleicht am besten, ist der Zug Dame schlägt F3. Aber der führt nur zu einem unangenehmen Endspiel für Schwarz. Und nach Dame schlägt F3, Turm schlägt F3, König nach E2, ist bald abzusehen, dass das nicht die Stellung ist, die Wladimir Kramnik anstreben will. Läufer nach G4, Turm H nach G1. Und ein Schachgebot wie dieses rettet die schwarze Lage nicht wirklich. Läufer G5, König C2. Am Ende kommt es den Schwarzen immer teuer zu stehen, dass der Bauer auf B7. Sich weiter durchpressen könnte oder nach Läufer F3 nach C7 geht, am Leben bleibt und den schwarzen Material kostet. Also, das Endspiel, okay, man hätte hier ein bisschen zäher spielen können, noch mit Turm schlägt D3, aber auch das bleibt sehr, sehr hässlich für Schwarz. König schlägt D3,
Ihr zweiter Läufer F5 Schach, König E2 und Läufer schlägt B1, so wie das Problem. Zwischenzug C schlägt B7, Weiß gewinnt. Daher B schlägt C6, nein, bei Turm B7. Und Schwarz muss leiden, wahrscheinlich ohne große Hoffnung. Alles nicht, was Kramnik im Sinn hatte. Spielt daher auf G schlägt F3, den Zug Turm schlägt F3. Sagt sich hier, ich habe versucht die Chance zu öffnen, weil ein König auf F1 steht, nicht um die Damen zu tauschen. Nach Turm schlägt F3 hat Weiß mehrere Möglichkeiten. Der Computer spuckt hier zwei Gewinnvarianten aus für Weiß, die aber sehr, sehr schwer zu entdecken sind. Beide beginnen mit C schlägt B7 und auf Läufer schlägt B7 gibt es zwei Optionen. Das eine ist der natürlichere Zug Turm schlägt B7, wonach direkte Versuche mit Turm schlägt F2 nicht funktionieren, aber Schwarz einen giftigen Pfeil noch im Köcher hat, und zwar Turm nach D8. Ich soll kurz die Turm F2-Variante zeigen, weil sie instruktiv ist. Turm F2, König F2, Läufer H4 Schach. Weiß schlägt, Dame schlägt. Der König rennt und rennt und rennt. Schwarz gewinnt sogar diesen Turm auf B7. Aber das macht nichts, denn der König ist am Ziel angekommen. Und in dieser Stellung ist das Läuferpaar dem schwarzen Turm so hoch überlegen, dass es hier keine wirkliche Rettungschance für den Schwarzen gibt. Dieser Läufer geht nach B1, die Dame nach D3, nach H7 und Aufgabe. Mehr oder weniger. Daher, in dieser Variante, nach Turm schlägt B7. Die Ressource, die Kramnik wahrscheinlich geplant hat, Turm D8. Und um zu gewinnen, müsste der Weiße diese Variante finden. Turm schlägt E7, Turm D3, Dame B3 Schach, König F8. Soweit, so gut. Jetzt droht Turm schlägt F2 oder mit zumindest Dauerschach. Ist das so? Nee. Der einzige Zug, der hier zum Sieg führt, ist der Zug Turm nach E6. Es droht nicht Turm F2, aber wenn der Turm zum Beispiel hier hingeht, dann bedient sich der Schwarze einfach auf C3. Auf Dame B8 Schach folgt Turm C8. Und Schwarz hat alles unter Kontrolle. Das ist der Grund für Turm E6 und die Geometrie. Funktioniert für Weiß, Turm schlägt C3, Dame B8, König F7, Dame E8 Schachmatt. Aber sowas von Weitem zu berechnen, ist auch für die besten Spieler der Welt so gut wie unmöglich. Daher kein Wunder, dass Kajakin sich nicht darauf einlässt. Die andere Gewinnvariante ist etwas weniger komplex, aber sehr komisch. Denn Dame B3 Schach, gefolgt von Dame schlägt B7, ist nicht, was man normalerweise andenken würde in so einer Stellung, wo der eigene König so exponiert ist. Dame B3 Schach, König H8, Dame B7 und nichts funktioniert für Schwarz. Zum Beispiel Turm F8, Dame schlägt E7, Turm F2, König E1. Nur ein Schachgebot und der weiße König steht sicher, während die weiße Initiative und mehr Material den Tag entscheidet. Also das waren die beiden Wege, die Partie nach Hause zu bringen. Aber wie gesagt, beide sehr, sehr schwer zu berechnen. Und Kajakin spielt sehr schnell einen dritten Weg, nämlich den Zugläufer nach E2. Auch sehr logisch, fesselt diesen Turm und scheint entscheidendes Material einzusammeln. Aber objektiv ist Schwarz hiernach wieder in der Partie. Er spielt den einzigen Zug Turm schlägt F2, opfert seinen Turm, um den weißen König ins Offene zu zerren. König schlägt F2, Läufer C5 Schach. König zurück nach F1, Dame F4 Schach, Läufer nach F3. Schwarz hat einen Turm weniger, muss also was zeigen. Und in dieser Stellung greift Kramnik fehl. Mit dem natürlichen Zug B schlägt C6, der Läufer A6 Schach vorbereitet, der aber eine Idee zu langsam ist. Stärker gewesen wäre diesen Bauern nicht zu schlagen, sondern den Läufer sofort zu entwickeln mit Läufer E6, wonach dieser Turm direkt ins Spiel eingreifen könnte und der Schwarze ein Schachgebot auf C4 geben möchte. Die Varianten, die folgen, sind wie üblich sehr, sehr computerlastig. Ich zeige euch nur kurz, was beste Spiel gewesen wäre hier in der Praxis. Kann absolut alles passieren. Nach Läufer E6, C schlägt B7, Läufer C4 Schach, König G2, Dame G5 Schach, Läufer G4, Läufer D5 Schach, König H3, Dame E3 Schach. Sieht aus, als würde der Schwarze gewinnen. Aber Weiß hat eine fantastische Ressource hier. Und zwar ein Damenopfer. Dame F3. Läufer schlägt F3. Jetzt schlägt man nicht einfach den Turm auf A8. Wegen Läufer schlägt A8. Mit Abzugsschach. Sondern es gibt den Zug B8 Dame. Turm schlägt B8. Turm schlägt B8. Wie gesagt, die Variante ist lang und verwirrend. Aber so ist modern Schach. Oder Computervarianten im modernen Schach. Läufer F8. Ist immer noch gut, dass wir Schwarz. Der Angriff rollt weiter. Aber die Geometrie funktioniert gerade so für Weiß. Turm schlägt F8, Schach. König schlägt F8, Turm F1. Und Weiß gewinnt diesen Läufer zurück. Schwarz kann nicht mal auf C3 schlagen, wegen Dame F, wegen Turm F3. Hast die Dame erobert.
Objektiv scheint es aber so, dass dieser Stern, zu meiner Überraschung, ich dachte, weiß, wo die auf Gewinn stehen, aber Computer sagen, das hält man. Dame E4, Turm schlägt F3. König nach G8. Und es scheint so, dass der weiße König so exponiert ist, dass selbst der weiße Materialvorteil nicht ausreicht und die Dame ganz alleine der schwarzen Armee hier, der weißen Armee hier standhält. Wie gesagt, eine Variante aus dem Reich der Fantasie, aber trotzdem sehr, sehr instruktiv. Und der Grund, warum Läufer E6 ein deutlich stärkerer Zug als B schlicht C6 gewesen wäre. Nach B schlicht C6 droht Läufer A6. Der Schwarze hofft auf Dame E2, was verlieren würde nach Läufer A6. Dame schlicht A6. Dame schlicht F3. König E1, Dame F2. Und Schachmatt. Aber sowas übersieht ein Sergei Kajaki nicht, sondern er findet hier den stärksten Zug. Läufer nach G1 nimmt das Feld G3 unter Kontrolle und bereitet damit vor, den eigenen König abzusichern, nachdem dieser sich nach G2 begeben hat. König G2, Läufer G3, ein sehr kräftiger Plan. Und es reicht nicht ganz für Schwarz hier. Läufer E6 gespielt, jetzt ein Zug zu spät. Und hier greift Kajaki zu dem merkwürdig aussehenden Zug Läufer nach H4. Das ist natürlich, der natürliche Zug wäre König G2 gewesen. Ich vermute, dass ihm hier entgangen ist, nach Dame G5, Läufer G3. Sieht Turm D8 gemein aus, entwickelt diesen Turm und plant, ihn vielleicht nach D2 zu stellen. Aber ich vermute, dass Kajaki hier übersehen hat, dass er hier gewinnt mit Damenopfer. Dame D8, Dame D8, Turm B8. Er zwingt Läufer C8, Beispiel Läufer G4. Und das hier ist keine Situation, wo die Dame den Laden allein zusammenhält. Dame D5, Schach, König H2, Dame Schlicht A2, König H3. Und der Weiße gewinnt, sammelt sich diesen Läufer ein und gewinnt im Angriff. Das wäre hoffnungslos für Schwarz. Kajaki spielt stattdessen Läufer H4, überdeckt das Feld G5, was auch nichts verdirbt. Turm F8, König G2. König nach H8 von Kramnik war schon zeigt, dass er nichts besonders Direktes hat. Und hier spielt Kajaki den Zug Turm C1. Verdirbt nichts, aber ein bisschen überraschend. Einfacher gewesen wäre Läufer nach G3. Dame G5 und Turm nach E1. Und die schwarze Stellung bricht auseinander, was nicht besonders überraschend ist, denn Schwarz hat einen Turm weniger. Stattdessen Turm C1, Turm nach F5 und jetzt muss Weiß noch ein paar bange Momente überstehen. Turm G5 liegt in der Luft, vielleicht Turm D5. Aber Turm ist Turm, wie man sagt. Und Turm C3, cool gespielt von Kajaki, verstärkt einfach die Verteidigungslinien auf der dritten Reihe. Und Schwarz hat nichts Entscheidendes. Kramnik wirft die letzten Ressourcen ins Rennen, spielt Turm nach D5. Der Weiße muss schlagen, damit dieser Turm nicht auf D2 landet. Aber das kann machen. Läufer schlägt T5, Läufer schlägt T5, Turm nach F3. Im Moment hat der Weiße ein Turm und eine Qualität mehr. Aber die Stellung ist trotzdem noch nicht völlig klar. Denn nach Dame G4, Läufer G3, Läufer D6 ist Weiß überall gefesselt und es droht Dame schlicht G3 mit schwarzem Sieg. Aber es zeigt sich, dass nach Turm H3 der Weiße alles überdecken kann und sich Schritt für Schritt konsolidiert. Auch wenn es überraschend knapp hätte werden können. Läufer nach E7, Dame nach E2, Läufer nach E4, Dame nach F2. Und hier begeht Kramnik einen weiteren, vielleicht praktischen Fehler, aber gut, die Steuerung war eh schlecht. Er spielte den Zug A5 und der Grund, dass A5 schlecht ist, der starke Zug A4. Und wenn diese Bauern festgelegt sind, dann ist jedes Endspiel absolut hoffnungslos für Schwarz, weil dieser Bau fallen würde. Interessant war hier vielleicht ein Zug wie A6. Die Intention ist auf, sagen wir, Turm nach H1, um sich zu entknoten. Der Turm möchte hierhin oder hierhin gehen, Läufer C5 zu spielen. Turm nach H4 sieht logisch aus, gibt ein bisschen Material zurück, um diese Dame zu vertreiben. Nach Dame H4, Läufer H4, Läufer schlicht F2, König schlicht F2, Läufer schlicht F3, König schlicht F3, G6, H schlicht G6, König nach G7. Und Weiß gewinnt nur um Haaresbreite, denn er verbleibt mit dem, in Anführungszeichen, falschen A-Bauern, der häufig, wenn der König es nach A8 schaffen würde, die Partie nicht gewinnen kann. Aber hier wäre der weiße König rechtzeitig, um den Kollegen, den Schwarzkollegen davon abzuhalten, nach A8 zu gehen. Trotzdem interessant, das war es mit Turm und Qualität mehr. Ein derartiges Endspiel vielleicht hätte gewinnen müssen. Noch präziser wäre es auf A6, aber erst den Bauern vorzuziehen. Und dann sind all diese Endspiele relativ leicht. Der Unterschied ist in diesen Varianten. Das ist der weiße König. Einfach hier läuft und der schwarze König nicht mal in die Nähe kommt.
Gut, ich weiß nicht, ob das passiert wäre, aber ein plausibler Weg, um zu vereinfachen in eine gewinnträchtige Stellung für Weiß. Stattdessen spielt Kramnik A5, jetzt nach A4. Wie gesagt, alle Endspiele hoffnungslos. Es folgt noch C5. Turm zurück nach H1, Läufer nach F6, Turm nach E1. Jetzt, wo der weiße Turm mitspielt, gibt es nicht mehr besonders viel zu sagen über die Stellung. Partie ist einfach gelaufen hier. Läufer nach C6, Turm nach E3. Weiß hat sich vollkommen konsolidiert. Die Partie läuft noch bis zur Zeitkontrolle weiter. C4. Dame nach E2. Dame schlägt H5. Dame schlägt C4. Läufer D7. Turm nach D3. Und Kramnik gibt sich geschlagen. Er hat nur ein Schachgebot auf H3. Der weiße König geht weg. Und früher oder später wird er matt gesetzt von den vielen, vielen weißen Türmen. Also ein Punkt aus den letzten 6 Partien für den Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik, der auch noch riesig ins Turnier gestartet war. Das ist natürlich bitter für ihn und seine vielen Fans. Sergei Kajakin schafft es zurück auf 50%. Wird es schwer haben, noch ins Rennen, um den Sieg einzugreifen. Aber wer weiß. An der Spitze bleibt Fabiano Caruana, gefolgt von dem Aseri Schachmamedjarov. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden in den verbleibenden Runden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry, falls es ein bisschen gehackt hat. Und sage tschüss, bis zum nächsten Video. Bis dann.